Die Frage ist, wie sehr beugst du dich in deinem Alltag, wie sehr liebst du das, was du tagtäglich tust? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich lange Zeit nicht gewusst habe, wer ich auf diesem Erdball bin und gemerkt habe, wahrscheinlich erst so mit 7, 28 plus minus habe ich angefangen, so ein bisschen zu spüren, wer ich bin. Mit 29, das ist erst vor 4 Jahren, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich, warum ich auf diesem Erdball bin. Vorher hatte ich keine Ahnung. Das ist in dem Augenblick, wenn die Menschen allerdings hier unglücklich sind, wie sollen die dann in die Freizeit gehen und dann anfangen zu jubeln? Funktioniert das? Keine Chance, geht nicht. Das heißt, wenn hier einer nur halb zufriedenen Mundausdruck hat, da geht er nicht durch die Tür und sagt, du Chef, Tschüssikowski, ich mag dich auch nicht und jetzt komme ich nach Hause, jetzt fängt das Leben an. Läuft ja nicht. Wir sorgen dafür, dass du rausfindest, wie du mit dem hier auch im Außen lächeln kannst. Nicht nur das Herzchen lächeln, sondern auch das Portemonnaie. Mesdames, Messieurs, willkommen, Berufung Master. Und ich möchte direkt mit einer Frage starten. Wer ist eins der größten, ja, wie soll ich das formulieren, ohne es zu einzuschränken? Eins der größten Genies aller Zeiten ist gesucht. Vorschläge. Es ist nicht Leonardo, so viel kann ich schon verraten. Also wenn ihr den Henry anschaut, so optisch in diese Richtung geht es ungefähr. Ein sehr, sehr weiser, auch ein sehr sturer Kopf, der sich nicht gebeugt hat, der egal was war, die ganze Zeit seine Meinung im Außen kundgetan hat. Galileo Galilei, ja, wird schon besser. Jetzt wird's perfekt, auf den Punkt. Dieser Gentleman hier vorne. Eins. Henry, da ist noch Potenzial, ja? Und zwar lade ich dich ein, eine kleine Zeitreise zu machen. 399 vor Christi, also heute vor 2418, 19 Jahren. Schon crazy, ne? Zeit ist so schnell. Übrigens, wenn jetzt hier im Raum, sagen wir mal, im Raum sind 50 Menschen und die durchschnittliche Lebenserwartung seit damals, also seit 400 vor Christi bis heute, wo wäre sie ungefähr, was schätzt ihr? Also heute leben wir im Durchschnitt 80, damals haben die Menschen nur 30 gehabt, da sind die schon gestorben mit 30, war vorbei. Mittelalter haben die meisten bis 40, 50 eher gelebt, da war niemand über 50, da hast du schon gestaunt. Was denkt ihr so durchschnittlich Lebenserwartung, 400 vor Christi bis heute? Was haben die meisten Menschen im Durchschnitt gelebt in der Länge? 20 Jahre? Ich sehe eine Optimistin im Raum. Na, 80 sind wir heute. Also ich sag mal so ein Zwischenwert zwischen 30 bis 80, sagen wir mal 50 im Leben, im Durchschnitt. Wobei ist schon zu viel, sagen wir mal 40. Wenn jetzt hier im Raum 50 Menschen sind, 50 mal 40 sind 2000 Jahre, ja oder nein? Und das heißt, wenn Menschen sagen, Jesus war vor 2000 Jahren, dann ist das eigentlich gar nicht so weit weg, weil das sind hier mal 40. Also durchschnittliche Lebenserwartung haben wir voll. Das heißt, für uns kommt es extrem weit weg, aber Leonardo für 400, 500 Jahren ist auch nicht so weit weg. Also du könntest Nachfahren noch finden, wobei er hat ja keine Kinder. Nicht offiziell. Doch, einen. Hab's. Okay. Worauf möchte ich hinaus? 399 vor Christus wird dieser Gentleman auf den Namen Sokrates hörend im Alter von 70 Jahren von einem Mann vors Gericht geschoben oder verurteilt. Begründung, er verführt die Jugend und macht das Volk unsicher. Sokrates, ein stürmischer Charakter, der sich nichts gefallen ließ und seine Meinung permanent nach außen kundtat, hat gesagt, in Ordnung, dann können wir das machen. Jetzt wird der Mann vors Gericht gestellt. Damals gab es zwei Möglichkeiten, beziehungsweise zwei Verfahren. Es gab die erste Runde. Und da wurde entschieden, ja, schuldig oder nein. Und da gab es die zweite Runde. Wenn jemand für schuldig verurteilt worden ist, dann durfte dann das Strafmaß bestimmt werden. Was genau wurde ihm vorgeworfen? Es hieß, dass er das ins Wanken brachte, was damals nicht gehört werden sollte. Also Griechenland, damals Demokratie ganz frisch. Und diese Demokratie durch seine kritischen Gedanken hat er wirklich
aus der Balance rausgebracht. Und da sah das so aus, dass er zum Beispiel solche Dinge gesagt hat wie, was ist denn Gerechtigkeit, meine lieben Brüder? Wir finden es ungerecht, wenn einer auf dem Markt einen Apfel klaut. Aber gleichmäßig finden wir es nicht weniger ungerecht, wenn wir in den Krieg ziehen und unsere Feinde mit den Messern abschlachten. Das finden wir okay. Und da sagt er, wer entscheidet, was Recht und Unrecht ist? Und das mochten die Griechen nicht, das gefiel ihnen überhaupt nicht. Und entsprechend haben sie ihn vors Gericht gestellt. Damals gab es, was schätzt ihr, wie viele Geschworenen, die zugeschaut haben? Also heute kennt ihr die 12 Geschworenen aus USA. Damals waren es 501. Also da haben diese wirklich vorgeführt und dann durfte er sprechen und wurde angeklagt vom Gericht. Bei der ersten Runde waren es gerade mal 30 von 501 Menschen, die Sokrates für schuldig empfunden haben und gesagt haben, na gut, ist ein alter Verrückter, aber passt. Und das Problem ist, er mochte es nicht, begrenzt zu werden. Und statt das Urteil zu akzeptieren, hat er die ganze Zeit nur darauf bestanden, dass das Volk ihm danken sollte und ihn nicht vors Gericht stellen sollte. Es gab damals dieses Bithynion und da wurden alle Olympiasieger, das war sowas wie, also das Nonplusultra-Restaurant der Griechen. Und dann sagte er, ihr solltet mich nicht vor Gericht stellen, sondern ihr solltet mir ein Denkmal bauen und mich im Bithynion zum Abendessen einladen. Und das mochten die Griechen nicht. Und aufgrund dessen hat er das Volk gegen sich aufgebracht. Und dann ging es hier weiter. Und am Ende wurde er tatsächlich von über der Hälfte, 281 von 501, für schuldig besprochen. Jetzt gab es die zweite Runde, Nummer 2, Strafmaß wurde entschieden. Sokrates, in seiner Rage noch mehr nach außen aufgebracht, war nur noch Überzeugung, den Menschen Gefallen getan zu haben. Das Publikum, die Meute war gegen ihn, der Strafkläger hat noch mehr die Meute für sich gewonnen. So dass am Ende, er hatte die Möglichkeit, eine milde Strafe für sich auszusuchen, aber er weigerte sich, dem nachzukommen und plädierte die ganze Zeit auf Freispruch und das mochten die Griechen nicht. Und am Ende geschah das, was eigentlich ausgeschlossen war, er wurde zu Tode verurteilt, im Alter von 70. Und er weigerte sich dennoch einzuknicken, kurz bevor das Urteil vollstreckt worden ist, kam noch sein Freund Kriton und hat gesagt, Sokrates, wir müssen dich aus der Stadt oder aus der Land bringen. Antwort Sokrates recht kurz und sagte, hältst du es für denkbar, dass ein Land funktionieren kann, wenn die Gesetze gebrochen werden? Er sagte, Gesetze müssen geändert werden, aber nicht übertreten werden. Und vielleicht ist es die göttliche Fügung, dass es genauso geschehen soll, wie es jetzt gerade ist. Und der französische Maler David hat die Hinrichtung dargestellt. Sokrates, der den Schierlingsbecher verabreicht bekommt. Hier vorne, du siehst, die meisten können gar nicht hinsehen. Hier vorne ist seine Ehefrau, Xantippe. Und du siehst, dieser mahnende Finger an Gott. Und die Zeitzeugen berichten damals, dass er diesen Schierlingsbecher, Schierling ist eine giftige Beere, die dafür sorgte, dass der Fuß von unten nach oben allmählich anfängt, gelähmt zu werden und der Mensch allmählich erstickt mit der Zeit. Und dann siehst du, der greift zu diesem Schierlingsbecher mit Überlieferung der Zeitzeugen mit einer unfassbaren Gefasstheit und er sieht den Tod in die Augen und lächelt ihn an. Hier vorne zu Füßen von Sokrates siehst du seinen Schüler, das ist der, der den Frieden geschlossen hat, Platon, weil Sokrates war der Lehrer von Platon, Platon von Aristoteles. Aristoteles später vom Alexander den Großen, der seinen Frieden damit gemacht hat und die meisten drehen durch, können es nicht fassen. Kurz vor der Vollstreckung oder kurz vor dem Becher erkundigt er sich bei dem Mann, der ihm den verabreicht, wie genau das Ganze abläuft und er sagte, naja, du wirst den Becher trinken und deine Beine werden ermüden, das heißt, geh zunächst umher. Wenn du merkst, dass deine Beine taub werden, dann legst du dich hin, was er dann auch getan hat und derjenige, der Vollstrecker, der hat dann seine Beine allmählich reingepiekst und hat gesagt, spürst du den Schmerz? Und dann sagte er nur nein. Und allmählich deckten sie ihn immer mehr und mehr und mehr zu und er erstickte unter diesem Tuch. Heute Genius, damals ein alter Verrückter, der das ins Wanken brachte, was die Menschen nicht hören wollten, weil sie noch nicht so weit waren. Und damit willkommen bei dem, was uns heute steht oder ansteht. Und das ist das, wo ich mir heute immer wieder die Frage stelle, wie kann es sein, dass wir im Jahr in unserem neuen Jahrtausend, ab 2000, so viele Möglichkeiten haben,
so viele Chancen und so viele Menschen da draußen irgendwelche Dinge im Außen tun, die ihnen zuwider sind. Was hat Sokrates gemacht? Er hat seine Meinung geäußert. Verstehst du? Meinung. Ich meine, wenn du heute TV einschaltest, da kriegst du in 3 Minuten mehr zu hören, als er da in einem Satz gesagt hat. Nur er musste es mit seinem Leben zahlen, war allerdings dennoch bereit, dafür auch sein Leben zu lassen, weil er gesagt hat, das sind meine Werte, ich lasse mich da nicht verbiegen. Er sagte, ich liebe euch, Männer Athens, aber vertrauen tue ich nur dem Schöpfer, dem Allmächtigen. Und ich werde mich nicht beugen, nur damit ihr das Gefühl habt, recht zu haben. Und die Frage ist, wie sehr beugst du dich in deinem Alltag, wie sehr liebst du das, was du tagtäglich tust? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich lange Zeit nicht gewusst habe, wer ich auf diesem Erdball bin und gemerkt habe, wahrscheinlich erst so mit 7, 28 plus minus habe ich angefangen, so ein bisschen zu spüren, wer ich bin. Mit 29, das ist erst vor 4 Jahren, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich, warum ich auf diesem Erdball bin. Vorher hatte ich keine Ahnung. Vorher war ich schon bei Gedankentanken, vorher war ich im Consulting, vorher habe ich studiert im Ausland, 2-mal Ausland mitgenommen und ich hatte keine Ahnung. Das heißt, wenn du hier sitzt und egal, ob jetzt 22 oder 56, da ist noch Hoffnung. Michelangelo baute die Kugel vom Petersdom im Alter von 96. Goethe schrieb den Faust, den zweiten Teil, mit 85. Thomas Edison, ihr kennt alle, wenn ein Gebäude draußen gebaut wird, da gibt es immer diese Autos, die sich die ganze Zeit drehen, wo Beton die ganze Zeit drin ist. Kennt ihr, ne? Betongießverfahren. Hat er erschaffen, das Patent, da war er schon 65. Also das heißt, egal. Und die gute Nachricht, heute leben wir deutlich länger als damals. Wir haben heute Hygiene, wir haben Möglichkeiten. Es gibt Energiemaster, Geheimnisse der 100-Jährigen, den Kurs. Das heißt, wir haben alle Möglichkeiten, heute locker, entspannt ein hohes Alter zu erreichen. Menschen, die heutzutage 30 sind, plus minus, wie viele sind hier? Plus minus 30, also plus minus 7 Jahre. Die können heute locker 90 und 100 werden. Menschen, die heute um die 50 sind, wer ist da dabei? Merkt euch die Hände, da sind ein paar heiße Schnitten dabei. Die haben heute die große Chance, also obwohl sie jetzt schon 50 sind, Richtung 90 zu gehen. Und die jetzt um die 30 sind, die können 99 heute locker werden, entspannt. Mit richtigem Wissen umso leichter. Okay, die Frage ist, was haben wir vor? Und die Antwort ist einiges. Wir werden heute sehr viel praktisch arbeiten. Das heißt, Schreibzeug ist gut, wenn du eins dabei hast. Blöcke sind auch mit dabei. Bitte nutzt die. Wir werden heute viele Übungen machen, dass du rausfindest, was ist denn das, was in dir drinnen brennt? Was ist das, was dich kitzelt? Und da sind heute Techniken dabei. Ich wünschte, es gäbe dieses eine Buch, gibt's aber nicht. Gibt's nicht. Also wir werden heute, du wirst heute irgendwo zwischen 20 bis 25 unfassbar intensive, tiefgreifende Fragen gestellt bekommen. Einige scheinen simpel, aber die dich wirklich mit dir selber in Verbindung bringen sollen und die dich anregen sollen zu wachsen. Vorher allerdings steht das Wörtchen schon drauf. Wozu brauchen wir das Ganze? Ich glaube, die meisten Menschen kommen erst dann in die Umsetzung, wenn das Bewusstsein da ist. Das heißt, wenn du jetzt gerade hier bist und du hast das Gefühl, na ja, Maxim, ich bin wegen Business hier oder ich möchte einfach mehr Geld verdienen. Es gibt dieses eine Buch von D. Wattles, heißt der, Wattles geschrieben, Die Wissenschaft des Reichwerdens. Ich habe es gelesen vor ungefähr 5, 6 Jahren und da war eigentlich gar kein Content drin. Ich hab gedacht so, hey, und da war die ganze Zeit eigentlich immer wieder, liebst du, was du tust, liebst du, was du tust. Wenn du es nicht tust, kannst du vergessen, Geld zu verdienen. Keine Chance. Nur das Problem ist, wir haben verlernt, von innen nach außen zu leben, sondern gehen die ganze Zeit von außen nach innen, in der Hoffnung, wenn ich Geld habe, dann gebe ich es aus, werde ich glücklich. Was ein Blödsinn. Ich habe an mir festgestellt, also ich verdiene heute deutlich mehr als vor 4, 5 Jahren. Allerdings, mein Lebensstandard hat sich nicht groß verändert. Das Sakko, das hatte ich schon damals vor 4, 5 Jahren. Meine Bude ist die gleiche, die ist klein, gebe ich zu. Da möchte ich demnächst jetzt mich vergrößern, um ein bisschen mehr zum Freifläche zu haben. Allerdings meine Lebenshaltungskosten, das hat sich alles nicht groß geändert, weil wenn du liebst, was du tust, Finanzen verschwinden. Wer hat die Erfahrung schon mal gemacht? Egal ob finanziell oder nicht. Wenn du dich findest und im Außen Dinge tust, ne? Marcel, was du da für Fotos gezaubert hast, ne? Da arbeitest du nicht, du sammelst Momente, ne? Lebensmomente. Das ist es.
Also Marcel hat beim letzten Erfolgsmaster fotografiert. Das ist jetzt falsches Wort. Der hat gezaubert. So wie das ganze Team gezaubert hat beim letzten Erfolgsmaster. Danke, dass ihr da seid. Dankeschön. Okidoki, Ladies and Gentlemen. Jetzt wollen wir mal praktisch werden. Das heißt, das Prinzip, ganz, ganz wichtig. Damit das Ganze heute funktionieren kann und damit das jetzt nicht ein Maxim-Seminar wird, sondern dein Seminar, brauche ich euch unbedingt. Und die, die schon bei einigen Events dabei waren, also hier darf alles sein, ja? Las Vegas-Prinzip, Köln-Prinzip. Ne? Was in Köln passiert, bleibt in Köln. Das heißt, hier darfst du sein. Und wenn ich auf einem Berufungsseminar, wo denn selbst? Und damit das Ganze funktionieren kann, alles erlaubt. Das heißt, entspann dich, Schreibzeug schnappen und ganz wichtig, ich werde euch immer wieder animieren, damit die Kiste hier nicht wegstirbt, weil der Content, der wird dich erschlagen, das sage ich jetzt schon. Also wenn du morgen hier rauslaufen kannst, dann ist gut. Okay. Ich nehme den Mund bewusst voll, aber es wird wirklich viel. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal an, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Machen wir mal einen kurzen Überblick. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, das hier ist ungefähr 0 und 80. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist die 9. Okay. Im Alter von ungefähr, wann gehen die meisten Menschen, fangen an mit dem Arbeitsleben? Stichwort Berufung im Außen erfüllen tun? Ja gut, sagen wir mal Hauptschule eher 15, 16, Studierende 25 im Schnitt. Sagen wir mal Kompromiss 20, einverstanden? Sagen wir mal yo. Yo. Okay, bis wann arbeiten wir heutzutage? 30, 40, 50, 60, 67, bis wir soweit sind, vielleicht knapp über 70. 70 wird es mit Sicherheit in 30, 40 Jahren schon geben, mit Sicherheit. Okay, Frage in die Runde, ist Kindheit schön? Da kannst du Blödsinn machen, ne? Pampers kriegst gewechselt, futtern darfst du alles. Kommst abends nach Hause, guckst nicht auf die Uhr, ne? Du spielst. Alter? Ist Alter schön, wenn du was für den Körper getan hast? Ja. Wenn du was für den Körper getan hast? Wer von den Menschen ist hier über 30 und sagt, ich tue permanent was für meinen Körper? Ehrlich? Wer sagt, ich habe Potenzial, ich sollte wieder ein bisschen mehr tun? Ehrlich? Danke für die Ehrlichkeit. Nicht schafft so viele Glücksgefühle wie Sport, ist nachgewiesen. Ne? Und Umsetzungswahrscheinlichkeit, wenn ein Mensch Sport tut, ist um 300% höher im Vergleich zu keinem Sport. Vielleicht kennst du es von dir, wenn du im Außen Dinge tust, ganz, ganz viele. Wer hat es sonst schon mal erlebt? Und dann hast du keine Zeit, Sport zu machen, weil gerade so viel ansteht. Wer hat schon mal erlebt? Was passiert nach 1, 2, 3, 4 Wochen? Spürst du Energieabfall? Ja, nein? Es ist unglaublich. Richard Branson, Milliardär, mehrfacher Unternehmer, wurde mal gefragt, was ist dein größter Produktivitätstipp, den du geben kannst? Richard Branson hat 2 Minuten in die Luft geschaut und dann sagte er ganz kurz, 5 Buchstaben, 6 Buchstaben, 5 Buchstaben, Sport. Er sagte, Sport, jede Woche schafft mir mindestens 30 Minuten zusätzliche Energie pro Tag. Total prägnant, total kurz. Das heißt, Alter kann Spaß machen, wenn du bereit bist, dafür etwas zu tun. Ich habe gesagt, du wirst mich nie mit einem Krückstock oder ähnliches sehen oder mit gebeugter Körperhaltung wie die älteren Menschen, weil wenn du aktiv heute was dafür tust, Muskel, den du benutzt, der wird es dir danken. Okay, Kindheit schön, Rente ist schön. Problem, es gibt da draußen niemand, der mit einer Sanduhr rumläuft und genau weiß, okay, ich werde 75, da ist Sense. Keiner garantiert dir, dass du morgen, nächste Woche noch da bist. Weißt du nicht. Und worauf ich hinaus möchte, wenn wir das Ganze aus der Makrokosmos-Ebene übertragen. Auf unser Leben, dann kann man das ja eindritteln. Das heißt, ein Drittel des Lebens verschläft der durchschnittliche Mensch. Wer ist 4 oder 25 im Raum zufällig? Sehr, sehr gut. Andreas war das? Markus, Entschuldige. Markus Maurer? Ja. Wenn Markus jetzt 4 oder 25 ist, das heißt, so lange schläft der Mensch am Stück sein Leben. 24,5 Jahre verschlafen wir im Bett von dem normalen Durchschnittsleben. Das heißt, er ist gerade eben aufgewacht. So lange bist du im Bett am Stück. Worauf ich hinaus möchte ist, das können wir nicht bewusst aktiv beeinflussen. Das zweite Drittel, wenn wir uns das anschauen, Stichwort hier,
Job, Beruf. Ist der Beruf oder Berufung, der du folgen darfst, egal wie finanziell es gerade aussieht. Und das letzte Drittel, wie heißt das? Ja, sehr, sehr gut. Kurze Wiederholung. Das ist in dem Augenblick, wenn die Menschen allerdings hier unglücklich sind, wie sollen die dann in die Freizeit gehen und dann anfangen zu jubeln? Funktioniert das? Keine Chance, geht nicht. Das heißt, wenn hier einer nur halb zufriedenen Mundausdruck hat, der geht dann nicht durch die Tür und sagt, du Chef, Tschüssikowski, ich mag dich auch nicht und jetzt komme ich nach Hause, jetzt fängt das Leben an. Läuft ja nicht. Heißt, Mikrokosmos-Ebene, der Tag von einem durchschnittlichen Menschen, die 24 Stunden. Das Ganze allerdings auch dargestellt in Form von Studien, die jedes Jahr gemessen werden. Die Gallup-Studie, einige kennen es mit Sicherheit schon. Und Gallup sind Psychologen, die anonym in Unternehmen reingehen und einfach nur sich anschauen wollen, wie zufrieden, wie glücklich sind die Menschen innerhalb dieses Unternehmens. Und dann werden die Befragungen anonym durchgeführt. Und seit Jahrzehnten stellen sie immer wieder das Gleiche fest. Es gibt halt die A's. A's, das sind die extrem happy sind. Dann gibt es eine ganz, ganz breite Masse von B. Das sind die, die sagen, wenn es keine Knete dafür gibt, dann würde ich es auch nicht machen. Und die Cs, das sind, egal was du denen bezahlst, die sind immer überbezahlt, weil das sind die, die permanent das Unternehmen sabotieren und dem Unternehmen Geld kosten. So, und die Frage ist, wo bist du aktuell in deinem aktuellen Berufsleben? A, wie sehr verwirklichst du dich aktuell in deinem Leben? Oder hast du dich mit der Zeit angepasst und gehörst zu diesen, in Zahlen ausgedrückt, das hier vorne sind jedes Mal plus minus 70% und das hier vorne sind jedes Mal plus minus 15% und hier die anderen 15%. Wer sagt, ich war im Laufe meines Lebens schon B in meinem beruflichen? Okay. Wer sagt, ich bin auch schon mal zu C mutiert, weil es so scheiße anstrengend war? Danke für die Ehrlichkeit. Nicht selbstverständlich. Wer sagt, ich war auch schon im A und spüre dieses Gefühl, wenn du morgens aufstehst und nicht schlafen möchtest? Selbst wenn die letzte Nacht 4 Stunden war. Ist magisch, was da passiert, ne? Wer war schon mal in A und hat dafür wenig Geld verdient? Das Glücksgefühl aber dennoch da? Wir sorgen dafür, dass du rausfindest, wie du mit dem hier auch im Außen lächeln kannst. Nicht nur das Herzchen lächeln, sondern auch das Portemonnaie. Okay. Worauf ich hinaus möchte, ich klappe die mal alle zu, dass wir mittlerweile 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Erdball sind. Und die Studien von Gallup, die sind zwar innerhalb Europas ausgeweitet, nur ich habe mir die andere Welt angeschaut. Also ich komme ja selber aus dem asiatischen Raum. Ich habe auch in USA zugeschaut, mein Daddy lebt dort. Jetzt in Südostasien war ich jetzt auch vor 2-3 Monaten. Und was ich festgestellt habe, ich glaube, bei denen ist es tendenziell fast noch weniger hier der A-Bereich. Also dort machen die Menschen Jobs, weil sie es müssen. Sonst gibt es nichts zu futtern, Kinder verhungern, alles. Also ich war in Jakarta, in Indonesien und bin einfach nachts spazieren gegangen. Das war erst vor 2-3 Monaten. Und da waren wenig Menschen. Da kam mir eine Frau entgegen, die sah gefühlt aus wie 50, ein bisschen übergewichtig. Und hat gesagt, na Süßer, sage ich, ja, guten Abend. Also, was die Frau versucht hat, ist mir eine sexuelle Gefälligkeit anzubieten. Dabei ist sie das gar nicht vom Beruf. Also sie hat dann irgendwann gemerkt, irgendwann so nach einer Minute reden, das bringt nicht so viel. Und dann hat sie irgendwann ihre Maske abgelegt und dann haben wir uns an dieser Bushaltestelle hingesetzt und dann haben wir nur gesprochen. Und da meinte ich, ja, was machst du denn eigentlich hier? Sagt sie, ja, ich komme aus einer anderen Ecke der Stadt. Ich bin jetzt gerade 1,5 Stunden hergefahren, damit ich hier Massagen geben kann, hat mir aufs Gebäude gezeigt. Und hat dort 1 Stunde massiert und fährt jetzt 1,5 Stunden wieder zurück und hat mir nebenbei noch versucht, Sex zu verkaufen, anzubieten, damit sie sagt, ich habe 3 Kinder, mein Mann ist irgendwie mit Anfang 20 verstorben und ich bin jetzt allein und darf die alle erziehen. Und ich sage, ich schaffe kaum noch die Miete aufrecht zu bezahlen. Und da denke ich mir, dann kommst du zurück nach Deutschland, westliches Land, geregeltes System, alle Möglichkeiten und so viele wandern irgendeinen Weg im Außen, der ihnen nicht vorgezeichnet ist. Und das heißt, die erste These des Tages, wenn du da draußen einen Job im Außen tust, egal welchen, aktuell, der nicht deinem Naturell, deinen Werten entspricht, wo du dich verbiegen musst, dann kann es ja nur bedeuten, dass du aktuell noch schläfst. Ja oder nein? Also jetzt mal sehr hart auf den Punkt.
Weil die Möglichkeiten sind ja da. Ich meine, Hartz IV war ich auch. Ich war in dem Consulting gestartet vor 5 Jahren, bin gefeuert worden 2-mal. Beide nach 2 Monaten und 20 Tagen. Ich habe mich verflucht, ich habe gedacht, was stimmt nicht. Und beides nicht, weil scheiß Leistung war, sondern einfach, weil dubiose Gründe nicht gepasst haben. Bevor ich gemerkt habe, das Universum drängt dich sowas von in die Selbstständigkeit, aber ich wollte es damals nicht wahrhaben, weil meine Glaubenssätze aus der Kindheit, Armut, nix haben, dann nimmst du alles, was du kriegst, Hauptsache goldener Käfig bezeichnete ich das damals immer. Gitterstäbe sind Gold, aber die glänzen immer nur von innen. Das ist, ich habe nie Freiheit gespürt. Deswegen bin ich auch bei meinem Team immer so freigebend oder freiheitsgebend. Ich weiß im Grunde genommen gar nichts, was sie tun oder nicht tun, aber ich will es auch gar nicht, sondern ich hole mir coole Leute und ich vertraue jedem Einzelnen. Ich halte sehr, sehr viel von euch, unfassbar viel. Und ich weiß, dass wenn ihr Dinge machen wollt und könnt, dann machen die einfach. Ich will da auch nicht irgendwie, dass die mir erzählen, guck mal jetzt hier, da, blub. Mein Wert ist Freiheit, warum soll ich es meinem Team wegnehmen? Und das heißt, wenn du deinen Weg gehst im Außen, dann passieren magische Dinge, wenn du den Menschen Freiheit und Verantwortung überträgst. So, dann kommen wir mal weiter. Übrigens, schöne asiatische Weisheit. Willst du eine Stunde glücklich sein? Geh fischen. Falsch. Willst du eine Stunde glücklich sein? Mach ein Nickerchen. Willst du einen Tag glücklich sein? Geh fischen. Willst du ein Leben lang glücklich sein? Liebe deine Arbeit, das, was du tagtäglich im Außen tust. Thomas Edison hat mal gesagt, ich habe keinen einzigen Tag in meinem gesamten Leben gearbeitet. Es war alles nur Spaß. Und wenn du deine Leidenschaft tatsächlich findest, dann bist du in dem, was die anderen mit faszinierenden Augen beim Aldi an der Kasse, wenn sie dann nach dem Job da neben dir stehen und dich dann anschauen. Ich werde häufig so angeschaut, so, was kokst der Typ? Aber du stehst halt an der Kasse und du merkst, die Menschen merken, da ist irgendwie Energie. Das erkennst du sofort. Ihr kennt es. Wenn du einem Menschen begegnest, du merkst an der Art und Weise, wie er dich anschaut, wie er läuft, wie er dir die Hand gibt, da merkst du sofort, ist da noch Feuer im Leben oder nicht? Glaubt er noch daran, dass er etwas bewirken kann? Und das ist das, was ich dir verspreche, was wir entfalten werden. 100%ig.